Wie schaffst du es, als Ultra deine Werte mit dieser heuchlerischen Musikindustrie zu vereinen? Naja, ich meine, man schafft ja auch quasi als Ultra irgendwie seine Werte mit der heuchlerischen Fußball, Maschinerie, irgendwie unter ein Ja, hast du recht, die Dach ist zu bringen. nicht unbedingt besser, ja. Ja, im Gegenteil, ich glaube sogar ein bisschen schlimmer. Muss ich sagen, ist also eigentlich sogar deutlich schlimmer als die Musikindustrie. Ich finde, es geht eigentlich einigermaßen. Ja. Ja, also Musikindustrie ist jetzt natürlich nicht ideal, aber so richtig schlimm habe ich jetzt nicht so empfunden. Du? Boah. Ich meine, guck mal, ich mache hier Interviews mit kompetenten Partnern wie mit dir. Ich habe gute Leute, die mein Album rausbringen. Eigentlich cool. Ja, keine Ahnung, Alter. Also so dieses ganze Szene Klatsch und Tratsch und sonst was kann man sich auch mehr oder weniger von geben, Gut, weißt du? aber Oder das ist halt aber ein bisschen eigentlich, das ist ehrlich gesagt eigentlich weniger Industrie als das machen wir ja selbst, ne? Also es ist ja dann eher Szene. Also die Szene ist dann, glaube ich, eher heuchlerisch. Also die Leute was unter. industriemäßig ist, was vielleicht, also ich bin ja vielleicht bekanntermaßen kein großer Freund von Ghostwriting und solchen Nummern. Und was halt so diesen ganzen Fake-Anteil angeht, so das, also keine Ahnung, teilweise ist es mir halt schon, ist es halt schon etwas viel Industrie, aber auch das ist nicht, weil das Major-Label den armen Rappern gesagt hätte, die müssten das so tun, sondern die kommen schon selber auf die Idee, das so zu machen. Genau, deswegen sage ich ja eher so ein Problem, was wir intern so in der Szene Ja, haben, weißt du, so also. Sachen wie Ghostwriting, Rücken, bla bla, Beef, der vom Zaun gebrochen wird und dann von irgendwem geklärt wird und so Ja, weiter. ja, Da ja. gibt es halt schon so ein paar Sachen, die echt schon Genau. ganz schön Okay, gut, Panne ja, ich sind habe und anders da gedacht, weißt du, ich habe eher so quasi diesen Business-Teil gesehen, aber ja, wie gesagt, das rafft natürlich gut ab, aber sind ja Sachen, die machen wir uns ja quasi als Szene eigentlich, als Community.